Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Nein! Bro, gerade jedes Pack? Euer TCG-Shop-Besitzer-Study ist wieder am Start und heute werden wir die maximale Stufe im TCG-Shop-Simulator freischalten und wir werden uns sogar die teure Safe-Checkout-Kasse holen. Also heute wird es richtig krass, Freunde. Wir werden die heftigsten Packs ziehen und ich hoffe, dass heute die 1-Million-Dollar-Karte irgendwo in diesen Packs schlummert. Mit dabei ist natürlich auch wieder MBK, Leute. Was geht, was geht, was geht? Was geht? Ich hoffe, dass heute richtig viel Packs sind. Oh mein Gott! Oh, wie kann das sein? Wir beginnen die Folge mit einer 81-Euro-Karte! Hä? Das ist echt krass, Bro. Junge, das ist, Leute, das ist so ein gutes Zeichen heute. Ey, überlege mal, in diesem Pack ist jetzt noch eine krassere Karte drin. Glaube ich nicht. Aber machen wir weiter. Das wäre, Leute, das wäre also Jackpot. Das wäre wirklich krass. Vor allem zum Start, ne? Zum Start, das wäre jetzt kommen. Es muss jetzt wirklich für euch, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr jetzt ein Like und ein Abo da lasst, wird was Geiles kommen. Komm. Ja, oh, ist so warm. Oh! Ich dachte, ey, krass, krass. Bro. Aber ich sag ehrlich, trotzdem gut. Was ist hier los? Bro, was ist hier mit dem Laden los? Ey, Max, arbeite! Ey, Junge, guck mal, wie. Ey, der hat gerade zwei Kuscheltiere geholt. Können wir nicht einen neuen einstellen? Bro, die haben gerade alle Kuscheltiere geholt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, Freunde, und zwar, wir müssen mal kurz die Packs weiter wegpacken. Wir werden die Packs natürlich gleich nochmal öffnen. Aber wir haben ja hier unsere neuen Kuscheltiere, die 45 Dollar wert sind. Und wir haben nämlich. Ey, boah, das ist ein Stinker. Zwei. Oh mein Gott, nur Stinker im Laden! Oh! Oh, Sticker raus hier! Sticker, 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 so. So, ja, brauchst du hier gar nicht so. Ey, warte mal, klappt das überhaupt? Ich glaube, ich bin zu weit weg. Die ist zu weit weg, ja. Ey, die ist zu weit weg. Nein, 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 nein. Die stinkt jetzt hier komplett den ganzen Laden zu. Das ist nicht gut, Freunde. Weil das Ding ist. Oh Gott, ich habe echt ein Problem. Nee, wir haben sauber gekriegt. Okay, sehr gut. Dauert nur ein bisschen, Leute. Müssen wir hier. Ich muss mir mal stärkeres Reinigungsspray holen. Jedenfalls, wir sind ja aktuell bei unseren Tischen. Machen wir gerade Feuerbecher-Turniere. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, diese Feuerbecher-Turniere, also die spielen gerade hier Kartenspiele und durch diese Feuerbecher-Turniere, wo Feuerkarten extrem overpowered sind, steigen alle Karten, die Feuerkarten sind und sogar diese Figuren hier, die wir gerade anbieten und damit machen wir richtig Profit. Nämlich, ich zeige euch das mal, wir kaufen die Figuren für 218 Dollar, 12 Stück ein und verkaufen eine für 50 Dollar. Und ich will jetzt die Preise nachgucken, ja, ob die auch hochgehen. Ja, ne? Die gehen 100 pro hoch, 100%. Ich guck mal. Nee, ist jetzt noch nicht hochgegangen, ne? Ich hätte, aber vielleicht morgen. Also. Das ist aber ein Feuertier, ne? Pygmy? Das ist ein Feuertier, das ja. Das ist ein Feuertier, safe, oder? Also müssen wir gucken, Freunde, vielleicht ist das nächsten Tag. Wir denken, das ist auf jeden... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann ja mal gucken hier bei unseren Deckboxen. Wir haben ja hier auch verschiedene Pokémon-TCG-Boxen, die wir anbieten. So, warte mal. Wir gucken jetzt, wo haben wir hier Deckboxen. Guck mal, das ist... Nee, die ist auch nicht gestiegen. Die rote Deckbox ist nicht gestiegen. Warte mal. Vielleicht gilt das aber auch nur für Karten. Weißt du? Oh, nee, nichts ist gestiegen. Das kann sehr gut sein. Aber gut, wir haben auch, man muss auch fairerweise sagen, Leute, wir haben gestern erst den ersten Tag diese Turniere veranstaltet. Und heute werden wir halt... Ey, was ist hier gerade los im Laden? Was ist hier gerade los? Junge, die rennen uns die Bude rein! Max, beiseite! Beiseite, ich übernimm das hier! Oh, Bro, die sind hier alle viel zu langsam. Hier, kommt ran, hier, kommt ran, hier. Ey, King Crymax hier komplett im Rentnermodus unterwegs. Geht gar nicht, Leute. So, 4 Dollar, guckt euch das an, Freunde. Ratzbatz, ratzbatz. Guck mal, stellt sich da draußen hin. Bro, stellt sich da. Wir müssen unbedingt das Lager heute fertig bauen, ne? Dass Max ein bisschen einräumt. Weil das geht gar nicht. Bro, unser Lieblingskunde ist da. Ja. Der mit der 1000-Dollar-Karte. Oh, 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 stimmt. Das ist er. Oh Gott, ist das der hier gerade gleich gekommen? Das ist er, das ist der. Das ist still. Das ist der, der die 1000-Dollar-Karte geholt hat. Und oh nein, der holt wieder eine 7-Dollar-Karte. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ich denke mal, falls sie wieder High-Premium-Karten anbieten, wird dieser Kollege wieder vorbeikommen. Richtig geile Geschichte hier. So, 50 Dollar kriegt er zurück. Wir können ihn da leider nicht abziehen. So, raus mit dir. Das ist dein Bruder. Das ist der Premium-Kundes Bruder. Ey, ich drehe hier ab. Komplett. Aber der spielt Dungeons & Dragons. Der spielt keine Karten. Guck mal, ich spiele keine Karten, Leute. Der ist Schmalspur, spielt nur Dungeons & Dragons. Da holt sich da ein paar Würfel, 30 Dollar. Nee, hui, schönes Plüschtier für 45 Dollar. Oh. Komplett überteuert. Ja, Mann. Eigentlich kein schlechter... Ey, guck mal, was geht... Ein Crymax, reinkommen! Arbeiten! An die Arbeit! Wie traurig er draußen gewartet hat. Guck mal, Kopf. Ey, die Quadratlatschen, das geht mir langsam richtig auf den Keks hier. Da soll ich mal neue Quadratlatschen... Warum geht der nicht hier an die Kasse? Ja, Laden ist schon wieder voll, Leute. Laden ist schon wieder voll, aber wir müssen uns jetzt auch um andere Sachen mal kümmern hier. Zum Beispiel wie um den Stinker hier. Und, ey, warum ist der Laden so voll heute? MBK, hey, die haben unsere ganzen Plüschtiere fast leer gekauft. Ich glaube, das hat was mit mir zu tun, weil ich so gut aussehe. Ey, wir haben 1422 Dollar auf dem Konto gerade. Ich flippe gleich komplett aus. Das heißt,
Dickes Opening. Dick. Nee, wir machen 50 Euro. Komm, MBK, 50 Euro. 50 Euro. Ich nehme die Karte unten links, stell, bevor sie die klaut. Oben. Oh ja, okay. Genau die. Ich glaube, okay. Das ist meine. Freunde, wer den höheren Kartenwert hat, bekommt 50 Euro. Letzte Folge war plus minus null. Guter Dinge. War, oh mein Gott. Gut. Oh mein Gott. Bro, bitte noch eine, bitte. Da fliegt mir gleich die Brille vom Kopf. Ah! Bro? Warum ziehst du immer Wurmgle? Da soll dir die Brille vom Kopf fliegen. Warum ziehst du immer Wurmgle, ja, Mann? Das ist mein Lieblingstier. Das gilt, Bro, was ist das für ein Pack gewesen? Da war ja keine Karte unter 1 Euro. Ja. 60, okay. 60 nee, Dollar. Nee, nee. Aber warte. Das sind die Kunden, die stehen da. Oh, nein. Full Art, Bro. Ich spür's gerade. Full Art, mein Bester. Full Art. Nein. Doch. Wenn eine Full Art drin ist, gebe ich dir 100. Na, 500. Wenn da eine Fula. Nein, hä? Okay, ja, chill. Bro, so schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Okay, 60, Leute. MBK hat einfach ein 60-Dollar-Pack. Ich hatte ein 6-Dollar-Pack. Ja, stark. Ein Zehntel von meiner Summe hattest starke du. Starke Geschichte. Aber ey, wir haben 1602 Dollar auf dem Kanten, Junge. Weißt du was? Ey, warte mal. Ey, wir könnten uns jetzt theoretisch ein Lagerregal holen. Oder, ich sag dir ehrlich, ich würde sogar noch mal im Regal investieren. Nee, warte mal. Hä? Auffüllen, ja, safe. Wir haben ja das Regal noch nicht mal voll. Warte mal, ey, wir haben so viel Geld, wir können jetzt so viele Sachen machen, das ist so nice. Ich würde sagen, wollen wir uns ein neues Büschchen holen? Safe, oder? Ja, aber ich würde sagen, Münster. Komm, wenn wir schon mehr Geld haben, warum nicht Münster? Ja, 24 Stück. Es macht schon Sinn, Leute, weil damit werden wir hundertprozentig mit diesen, und die sind auch beliebt. Sterne und so sind beliebt und damit werden wir, Emiki hat recht. Okay, komm. 300, aber Bro, es sind 24 Stück, ne? Ja, es sind 24 Stück, da können wir... Hast du zweimal... Nee, ich habe einmal Münster und einmal Pygmy. Achso, ich dachte auch einmal gerade. Geholt. Ey, das ist jetzt bin ich gespannt, wenn wir die gleich reinräumen. Okay, das sind erstmal die Pygmys, Leute. Ja. Das sind hier MBKs Brüder. Zack. Bro. Was ist los? Nee. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie du, finde ich. Jetzt kommt, deine Brüder. Ja, okay, das sind meine Brüder. Die sehen echt cool aus, muss ich sagen. Ey, warte, die sind klar. Ich glaube, die sind nicht so teuer, Stani. Doch, die sind 100% teuer. Ich glaube, die sind... Also nein, ich sag ehrlich, wenn ich jetzt hier sind. So... Ich würde mir auf jeden Fall Pygmy holen. Den würde ich mir nicht... Würde ich auch, ja. Der wird safe teurer sein. Ja, nee. Billig. Aber es sind mehr. Es sind... Also, es sind mehr. Idee war das? Ja, es sind mehr. Es war deine Idee. Aber ich finde, das sieht echt geil aus. So mit Pygmys und so. Deswegen werde ich jetzt noch einmal... Ich will, dass die komplett voll haben. Ich werde jetzt nochmal Pygmys bestellen. Ich will die unbedingt drin haben. Ich will die drin haben, dass das schön aussieht, weißt du? Weil das sind gerade, damit machen wir am meisten Kohle. Mit diesen Plüschchen, Leute, das sind unsere Goldesel. Komplett geisteskrank. Hier ist unsere Resterampe. Das Ding ist, ich finde, es sieht nicht gut aus. Plüschtiere direkt neben Karten, ich finde, es sieht nicht gut aus. Ja, wir werden doch noch ein neues Regal dazu kaufen. Was ist auf der Rückseite von den Plüschis? Noch gar nichts. Hier? Noch gar nichts. Ja, hier kommt da noch was hin. Warte mal, jetzt das sind die letzten Packs. Warte, wir müssen die aufmachen. Schnell, Leute. Wir müssen die schnell aufmachen, weil die letzten Packs, da ist immer... Weil, Leute, in so einem Case immer die letzten Packs, also die letzten Packs, die ausgepackt werden, sind am krass. Was sage ich? Ich sag, die sind am krass. Ist gut, aber ist nicht krass. Doch, es ist gut. Es ist nicht krass, es ist gut. Es ist gut. Ja, genau. Und mir geht's gut. Und wir müssen jetzt auch mal die teuren Einzelkarten anbieten, dass wir hier mal wieder ein bisschen Kohle machen. Nämlich, ich glaube, uns wurde gerade ein, zwei gute, teure Einzelkarten. Oh, ich dachte gerade. Die ist stark, oh mein Gott. Aber die sieht richtig cool aus. Oh mein Gott. Hä? Was hab ich gesagt? Ich sag, da kommt jetzt eine Full Art noch. Ich sage, es kommt wirklich eine Full Art. Eine. Mit. Nein, das ist ein Bug. Nein, das kann nicht sein, Leute. Das ist ja. Also, heute ist die krasseste Folge ever. Heute ist. Drei von drei? Heute ist wirklich komplett. Ey, guck mal, auch hier, auch diese normalen Karten sind halt auch krass. Das alle Packs, wo Wurmgel drin ist, sind richtig stark. Nee, Wurmgel geht mir langsam ein bisschen auf den Keks, aber... Wurmgel. So. Oh. Nee. Oh, Klavop. Okay. Klavop, Leute, auch sehr, sehr geil. Und... gutes... Okay, ist... Oh, guck mal hier. Wetten, da ist was Krasses drin. Müssen hier wieder. Auch. Das sind drei... Leute, das ist wieder aus dem Case die drei letzten. Ich sag, das mittlere wird krass abgehen. Oh, nein. Okay. Das ist... Hey, ich sagte, wir haben gerade die Meta herausgefunden. Wir werden heute die 1-Million-Dollar-Karte ziehen. Wieder eine schöne Full Art, Leute. Ja. So schmeckt mir das. Und wann kommt die Rainbow Full Art? Wann kommt die Rainbow Full Art?
Wie kommt jetzt? Leute, wir haben noch 2 Packs gerade übrig. 2 dicke Packs sind noch übrig. Bro, hä? Ist das, also, ja, ist, was ist das gerade? Es ist wirklich, wir müssen immer die letzten nehmen. Wie immer im Case, in den letzten Boxen sind immer die besten Karten drin. Und ich hab's gerochen, Bro. Ich hab's gerochen. So. Okay, komm. Ah, nee. Okay. Schade, schade, Marmelade, Leute. Das war aber trotzdem, guck mal, hier haben wir... Bro, alle... Online unsere Full-Art hier, aber die haben ein bisschen teuer angeboten. Ey, die haben unsere eine überteuerte Full-Art gekauft. Weil ich wollte doch die Full-Arts und so, die mache ich doch jetzt immer ein bisschen teurer. Ich dachte, die willst du nicht mehr verkaufen. Doch, Bro, aber... Bro, wie ist die vom Marktpreis gestiegen? Ja, die ist richtig gestiegen vom Marktpreis. Die ist, glaube ich, um $10 gestiegen. Doch, ich will die verkaufen, aber ich verkaufe die nur für richtig teure Preise. Zum Beispiel hier für 100. Weißt du, weil ich will die eigentlich behalten, aber wenn uns jemand das Doppelte vom Marktpreis gibt, wir können die... Ey, Bro, wir müssen die verkaufen dann. Wir müssen die verkaufen. Na, okay. Wir sind auch, du musst auch sehen, wir sind im TC. Ja, er wundert sich, warum mit ihm niemand spielt. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Ey, guck mal, was der gerade eingekauft hat. Guck mal hier. Oh. Was hat der hier auf Kante zu stehen hier? Ja, das ist ein schönes Büschchen. Fast $100 hier. Zack, $94 hier. Wow. Ratsbats, wunderbar. Hier die Dings, wir müssen unbedingt. Guck mal, ich würde sagen, dass wir ein Regal Boosterboxen machen, Displays. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir wirklich ein komplettes Regal nur für Booster machen, Bro. Weil Booster ist einer unserer Haupteinnahmequellen. Weißt du, was ich meine? Das ist stark, das ist schlau. Und jetzt müssen wir auch erstmal, guck mal hier, unsere Einzelkarten. Alle full, alle, guck mal. Bro. 90. Oh, 100? Ja, 100. Haben wir, welches Turnier machen wir gerade? Feuer. Die werden alle steigen. Das sind alles Feuerkarten, Bro. Die werden alle steigen. Ja, deswegen, das stimmt. Freunde, guck mal hier. Das ist heftig, was wir hier für teure Karten gerade haben. Junge, das ist hier... Guck mal, 100, 100, 60, 60, 100. Ja. Was haben wir hier? Ah, die Qualität steigt vom Laden. Leute, die muss weg, warte, die muss weg. Was ist das? $8? Peinlich. $8. Nach hinten. Bro, das wird jetzt hier unser Ding sein, wo wir die krassen Karten anbieten. Sag ich, dreh die Vitrine. Nee, das sollen nur die Leute sehen. Guck mal, sonst brechen die ein nachts. Du checkst nicht. Ja, okay, doch. Junge, okay, Leute. Okay, guck mal. Nein, alles gut. Nee. Ich will den Leuten jetzt immer sagen, nach MBKs Logik. Wir sollen diese Vitrine hier umdrehen, dass schön die Einbrecher nachts, wenn wir pennen, hier die Scheibe einschlagen. Dann ist der ganze Laden dicht. Super, dann kann ich den Laden... $100-Karte, genau. Dann kann ich den Laden auch direkt dicht machen, sag ich dir ganz ehrlich. Oh, du ziehst die ganzen Stinker heute an. Bro, das glaube ich, bist du selbst, ne? Warum sind die heute so viel Stinker? Ich sage euch ehrlich, also das ist echt nicht cool irgendwie. Wo haben wir die schon wieder irgendwo hier eingeladen, Bro? Nein. Da kommt noch einer, Bro. Er leuchtet einfach um die Ecke. Aber ich sag, heute war echt ein guter Tag. Das Problem ist nur, wir müssen auch mal unsere Rechnung bezahlen. Morgen muss. Oh mein Gott. Leute, wir haben noch 2 Tage. Die wollen uns den Laden schließen. Und jetzt alle raus hier aus dem Laden. Ey, Crimex macht Feierabend. Alle raus jetzt aus den Geschäften hier. Alle raus hier. Wir nehmen das dicke Cash mit. Und was haben wir hier? Oh. Dickkohle. Ist gut. Dickkohle. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Warte, jetzt bin ich gespannt, ob die Preise gestiegen sind. Guck mal hier. Es direkt funktioniert hoch. Endlich. Es funktioniert endlich, aber das war es ja noch nicht gewesen. Guck mal, die Karten sind jetzt auch langsam gestiegen. Bro. Pygmy. Ja, aber verhältnismäßig kostet ist richtig. Oh, aber guck mal, die gedroppt ist. Oh, die ist richtig gedroppt. Aber das ist, ey, das ist, unser Trick funktioniert hier wieder. Und ich sag ja, wir ziehen heute, guck mal, ich wette, hier wird jetzt gar nichts drin sein in den Packs. Weil das sind die frischen Packs aus dem frischen Case. Okay, ey, wir haben heute so viel Glück. Ne? Okay. Also, ich muss den Laden aufmachen. Das ist ehrlich krass. Muss den Laden aufmachen, Leute. Ja, aber erstmal die Karten aufmachen, nee, oder? Nee, erstmal Laden aufmachen. Nicht? Weil, ja, die müssen hier nebenbei erstmal schon einkaufen. Ich sag dir, wir müssen passiv Kohle machen, weil wir haben jetzt nicht so... Also wir haben jetzt gut was... Wenn vorne unsere Einzelkarten gekauft werden, dann ist geisteskrank. Dann das Ding ist, ich wäre auch dafür, dass wir iCrimex kündigen. Nee, wir können die nicht kündigen. Ich weiß nicht, Ich habe die Kommentare gelesen, die Leute sagen, ich arbeite genauso langsam wie iCrimex. Das ist aber gelogen. Ich sag aber trotzdem, du bist ein besserer Mitarbeiter als wie iCrimex. Ja, bin, oh, Bro, warte 10, mal. Da war ein gutes Pack, war ein gutes Pack. Aber die Karte sieht auch... Dafür, dass du meintest? Meine, ja, es ist aber, guck mal, was ist eine $10-Karte? Junge, $10-Karte, das juckt uns doch nicht mehr. Also, als ob du jetzt hier Welle machst wegen einer $10-Karte. Nein, wer den zweistelligen Bereich nicht ehrt... Doch, ich ehre ihn, aber... Das ist wieder. Für mich... Was sagst du zu der Karte? Auch nichts, Bro, ne? Als TCG Bro. Multi... Ey, $60-Karte wurde gerade, glaube ich, geholt. $60-Karte wurde gerade geholt. Sehr, sehr gut. Oh, ey, die haben wir so überteuert angeboten. Die wurde einfach gekauft. Aber warum kauft Bro, niemand... Teurer machen. Warum kauft niemand unsere Sterne hier? Da wurden erst mal 2 gekauft. Ja, voll. Die müssen doch erst mal ankommen. Ja, okay, das ist aber... Das dauert manchmal ein bisschen, Leute.
bis die Leute hier checken, dass wir halt quasi neue Sachen haben. Das müsste ich erstmal auch ein bisschen annehmen. Wer ist denn gerade eigentlich vorne? Ich bin 50 Euro minus gerade, ne, mit Karten aufnehmen. Ich bin gerade 50 Euro vorne, ja. Oh, also wenn du willst, ja, wenn du möchtest. Komm, welches Pack ist dein? Wir können ja eh nur das nehmen hier. Ich pack nochmal rein hier, mischen. Ich nehme das erste Pack. Okay, komm. Nimm du das erste. 50 Euro, Leute. Entweder muss ich MVK 100 zahlen oder ich muss ihn gar nichts zahlen. Ja. Oh. Schön. Schöne Karten. Sehr gut. Ist okay, ist jetzt solides. Warte, ich muss kurz an Wurmel glauben. Okay, jetzt kannst du als Öffnen genau das. Wenn jetzt Wurmel kommt, ich sag ehrlich, ich werde diese Karten für 1 Cent verkaufen. Wurmel ist schon wieder dabei gewesen. Okay. Ich hab ihn gerade gesehen. Okay. Wurmgel, weg. Karte? Ja, das war's. Schade. Dankeschön. Okay, danke. 0-0, Leute. 0-0. Guck mal, hier interessieren Sie sich für die Fool Art. Das ist eine sehr, sehr schöne, exklusive, seltene Karte. Also Sie könnten sich die eventuell gönnen. Sie sehen ja aus wie ein Bankier, ein Banker. Das werden wir hier erstmal, kommen. Wir müssen erstmal die Karten nachpacken hier. Warte mal, ey, guck mal, wir bieten die Karten so günstig an hier, ne? Also das ist ja komplett Witz. Wir hatten halt, anfangs, Leute, hatten wir gar keinen Plan von dem Game gehabt und haben die Karten, guck mal, hier unter Marktpreis angeboten. Man muss alles über Marktpreis anbieten, um das Maximale an Cash rauszuholen. Bro, guck mal. Was ich hier teilweise gerade mache, MBK. Ich nenne dich jetzt krass. Schon Max, Bro. Alles gut. Das ist normal Blackjack. Okay. Das. Nein, okay. Nee, war Spaß. Das ist zu heftig. Also, Bro, das Ding ist. Da kannst du ja direkt meine Mutter beleidigen. Das geht ja aber gar nicht, Leute. Wieso packst du 8 Donnerkarten rein? Ja, weil hier auch schon gekauft worden ist. Guck doch. Wir haben die nächste überteuerte Karte. Wir haben 1000 Dollar, woher? Junge, wir haben 1000 Dollar random einfach bekommen. Rechnung bezahlen. Wir freuen uns jetzt, Rechnung bezahlen. Ansonsten ist der Laden weg. Nee, ich bin. Bro, das ist 1200, Bro, das Ausrufezeichen, Nein, weil, was Bro, passiert, wenn wir das nicht bezahlen? Fordere das nicht heraus. Ich fordere das jetzt heraus. Nee, ich sag ehrlich. Ich fordere das jetzt heraus. Und wenn wir hier pleite gehen, Leute, dann werde ich iCrimex vorschicken, dass wir. Dann prügeln wir uns hier mit dem Mieter. Das reicht mir jetzt hier auch. Das gibt eine richtige Keilerei. Das gibt eine übelste Keilerei. So. Oh, das scheint wohl hier ein Sterni-Liebhaber zu sein. Sehr gut. Das ist hier Sterni. Weißt du, warum Sterni nicht so krass ankommt? Das Schweinchen ist ein Starter-Pokémon. Das passt Sternchen. Ihre Haare. Ja, aber oh, erste Reihe ist schon weg. Mehr als Schweini wird gerade. Also Sterni wurde gerade mehr gekauft als Schweini. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Unsere blauen Boxen, Leute, die hier sehr am Preis auch gestiegen sind. Oh ja, Marktpreis ist noch sehr gut. Sind wir drüber hier. Top. Und das sind die letzten Packs. Boah. Die müssen wir direkt auch mal. Bro, guck mal bei den Displays. Display ist auch fast leer. Ja, wir müssen unbedingt gleich Ware holen. Oh, da haben wir reingelegt hier. Nee, das müssen wir aufmachen, Leute. Das müssen wir aufmachen hier. Weil das sind wieder diese Premium-Packs. Das Gute ist... Oh. Was denn? Bro, ich hab so ein Gefühl, es wird was dabei sein. In den jetzt hier, oder was? Ja, in einen von den ganzen. Ja, mit eine krasse Banger-Karte. Über 500 Dollar. Und was ist, wenn keine Karte dabei sein sollte? Dann, also guck mal, wir können ja wetten, Bro. Ich sage, es ist keine Banger-Karte drin, über 500 Dollar. Nein, okay, dann müssen wir... Nein, pass auf, wir machen das krass. Ja? Ich sag, es ist keine drin. Wenn keine drin sein sollte, musst du mir 100 Euro geben. Wenn eine drin sein sollte, gebe ich dir 500. Eine 1 zu 5. Das ist krass. Bro, Das okay, ich gebe dir 1000. Okay, Bro. Ja, okay, mit 1000. Okay, machen wir 1000. Okay. Aber okay. Also, wenn nicht keine 500 Euro Pluskarte drin ist, gebe ich 100 Euro. Okay, das Ding ist. Okay, ja, okay. Wie viel, warte, bevor du das nächste aufmachst, wie viele haben wir noch? Ja, wir haben einige, Bro. Das waren richtig viele gewesen. Ich habe komplett die Vierer hier. Ich habe komplett die Hand gerade vor. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Nein. Also ja, gut, aber nein. Oh. Bro, ist das krass gewesen. Oh mein Gott, Leute, bitte. Also das, 321 Dollar. Das ist echt ärgerlich. Aber das ist vielleicht... Ja, 180 Dollar, Bro. Das ist halt echt ärgerlich gerade für dich. Nein, halt, überleg mal, jetzt kommt hier so ein Wurmgel-Vollart. Nein. Wurmgel, Leute. So, komm. Ey, wir haben 1400 Dollar wieder aufholen könnte. 1400 Dollar. Ich glaube, wir machen alles richtig mit dem Laden. Ich glaube, ich sag ich so, wie es ist. Ja, wir machen gerade aktuell läuft sehr, sehr gut, aber ich sag dir, dass dein Feeling war gut gewesen. Dein Feeling war gut, aber du hast halt diese 300-Euro-Karte rausgefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich war auch sehr schwer einzuschätzen. Ich weiß, es ist schwer einzuschätzen. Okay. Also jetzt hier eine 500, also dann fresse ich auch ein Besen.
Also, das war's. 100 Minus. Aber für dich. Wir machen noch eine kleine Challenge, dass du vielleicht. Guck mal, auch die hier, Leute. Haben wir für 400 verkauft. Passt, dann nein, 450. Okay. Das war unsere Premium-Karte, die war für 400, war die direkt weg gewesen. Aber dann mach wenigstens Wasserturnier. Dann mach wenigstens ein Wasserturnier. Nee, wir verkaufen. Nee, mach ich nicht, Weil wir gerade die Plüschtiere verkaufen. Das untere ist auch ein Wasserplüschtier. Ja, wir machen, warte mal, jetzt bleib mal ganz locker. Also hier. Wir könnten ja nur Plus machen. Ich würde sagen, ist das ein Wasserhaustier? Dieser Mitzstern, wie der heißt, ja. Guck mal, was wir jetzt gerade gekauft haben. Das war so du holst aber Erdplüschis, das war random. Das hole ich, weil ich hol zwei dann wenigstens. Ich will's im Laden haben, Bro. Ich sag dir ehrlich, das ist sowas, ich will in meinen Laden viel Vielfalt anbieten. Bro, checkst du das eigentlich, dass wir gleich bankrott gehen? Oh, guck mal, die sehen am coolsten aus. Ich sag, wir gehen wirklich bankrott, glaube ich. Ey, wir haben ja gar kein Geld mehr. Wir haben jetzt wieder alles für die Lizenz ausgegeben, stark, aber guck mal. Wir haben schon 16 Uhr. Das ist gut, Leute, das ist gut. Also wir kriegen auf jeden Fall das Geld nicht mehr rein. Ja. Aber... Oh! Was? Ich hab gesagt, wir schalten die frei. Du hast gesagt, nee, wir machen Sterni, Bro. $70! Junge, guck mal, was die da Profit machen. Junge, wir machen pro Verkauften $50 Profit. Checkst du noch was? iCrimex? Checkst du noch was? Ey, wir brauchen Booster-Packs. Ich finde das krass. Die Ereignisse überschlagen sich. Ja, wir brauchen dicke Booster-Packs jetzt erstmal hier noch. Dicke Booster-Packs jetzt erstmal kaufen. Wir haben ja gar nichts mehr vorrätig. Wir haben nichts mehr im Laden gerade. Alles leer gekauft. Und die Frage, guck mal, wir müssen das erstmal hier trotzdem zwischenlagern. Also das Ding ist, ich will halt ein eigenes Regal für die Booster-Display, also für die Booster-Packs haben. Aber das aktuell ist hier Bluff. Das ist hier, das gefällt mir nicht, Leute, weil das hier irgendwie mit den Displays in ein Regal steht. Ist nicht das Wahre. Warte mal, wir müssen uns beeilen. Warte, Leute, wir müssen uns beeilen. Hier ist Stinker. So, nicht, dass hier die Kunden unseren Laden verlassen. Sehr gut. Einmal das Licht an, dass man hier auch wieder ein bisschen was sieht. Kaufen Sie schön Ihre Plüschtiere ein. Okay, warte mal, ich mache erstmal hier noch die Karten einmal alle rein hier. Aber man merkt hier schon die überteuerten Preise. Da haben wir jetzt noch nicht so die Leute für begeistern können. Aber ist auch relativ egal. Wir packen jetzt mal hier schön die Karten rein, Leute. Dass hier auch die Kartenauslagen hier voll sind. Zack, schön hier auch die günstigen, Leute. Das ist ein bisschen unter Marktpreis teilweise, aber es juckt auch nicht. Hauptsache, die sind jetzt erstmal in der Auslage drin. Ja. So. Okay, ich würde sagen, MBK, wollen wir nochmal machen, alles oder nichts mit deinem Doppel oder nichts? Alles oder nichts. Wie? Es ist das Gleiche? Ich weiß auch nicht. Entweder, wenn du gewinnst, muss ich nichts zahlen. Nee, wenn du gewinnst, muss niemand was zahlen. Wenn du gewinnst, kriegst du mehr. Nee, wenn ich gewinne, krieg ich nichts. Nee, dann krieg ich 50. Nee, hä? Bro, das war okay. Okay, wenn du. Okay, dann machen wir also beides. Nee, wenn ich. Das zählt eh nicht. Wenn ich gewinne, krieg ich. Ja. 50 nochmal extra. 50. Wenn du gewinnst, geht's auf 0. Okay, ist ja, fair. Ja, okay. Ist fair, aber. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, kriege ich 150 von dir. Wenn du gewinnst, geht's auf 0. Fairness halber. Okay. Welches willst du haben? Du musst jetzt zuerst aufmachen. Das linke. Okay. Nochmal das linke. Also, ich bin sehr guter Dinge. Fängt schon mal gut an. 100. Oh, ich dachte gerade 100, ne? Der kleine Carpador-Guppi, Leute. Ja. Der zieht runter. Der zieht richtig Feuerholz, runter gerade. Feuerholz. Zieht auch runter. Das heißt. Pigni zieht auch runter. Alle ziehen runter. Das war nur eine gute Karte. Also wenn ich... Weißt du, das war's. Guck, weißt du, wie ich das nenne? Kaminfutter. Ja, das sind Karten, die kann man direkt wegkloppen. Nein. Da wird ein Banger sein. Nein. Da wird ein Banger dabei sein. Doch. Oh, 150. Und dann ist es nicht mal ein Banger. Es ist nur so ein normale... Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch passieren soll. Wir hatten so kranke Karten, diese Folge. Ja. Wenn jetzt hier wirklich noch diese Full Art kommt, das wäre brutal. Das wäre richtig brutal. Also gerade 150 an dich. Boah, der Laden läuft doch sehr, sehr gut gerade. Okay, die sind noch da, unsere Full Art Karten. Ich würde auch die... Ey, okay, Bro, morgen kriegen wir echt Probleme mit unserem Laden, ne? Du wolltest es herausfordern, dann fordern wir es heraus. Ja, ich fordere es auch heraus, ist mir komplett egal. So, wir holen jetzt erstmal noch eine Booster-Display-Box hier. Und morgen wird auch komplett Ware nochmal bestellt. Und dann werden wir das Geld ausgeben für ein neues Regal. Interessiert mich das. Stell dir mal vor, das ist ein Easter Egg und wir kriegen einen Glücksmultiplikator, wenn die Miete leer ist. Bestimmt, Leute. Weil wir die Miete nicht bezahlen, bekommen wir einen Glücksmultiplikator. Ja. Also, was wir auf jeden Fall noch brauchen in unserem Plüschtierregal. Boah,
Boah, Nocti-Plüschtier. Ich glaube, Nocti, also vor allem nur 6 Stück, ja, ne? 6 Stück, aber guck die mal, werden groß sein. Was, Junge, wie viel Wert werden die bitte haben? Wie ich glaube, so 3 wert? Dollar. Nee, ich sag dir, das wird richtig teuer werden. Das wird. Wie sieht's denn eigentlich hier gerade mit unseren Würfeln aus? Sind die noch alle Würfel vorrätig? Sieht gut aus, Leute. Die laufen auch gar nicht, ne? Irgendwie jetzt also gerade. Also geht. Aber sie sind auch. Bro, unter Marktpreis. Bro, nein, warte mal. Ein bisschen über Marktpreis. Also ist okay. Die roten? Ja, die roten sind echt hier, Leute, mal ein bisschen unter höher. Unter Marktpreis? Nein, die waren ein bisschen über Marktpreis, glaube ich. Nein, die waren Boxen 20 Dollar haben die gekostet. Ja, ich will. Warte mal, ich habe eine Idee. Schlechter Chef. Nee, guter Chef. Wir werden nämlich jetzt erstmal hier noch unsere. Das ist einfach auch geil aus, die Freunde. Dann ist hier nämlich unser Plüschtierregal komplett completed. So. Das sieht cool aus, ja. Passt hier noch was rein? Nee. Ist leer. Box ist leer. Ey, Junge, wir haben eigentlich schon den Laden geschlossen, ne? Wir haben den Laden geschlossen, er kauft dir trotzdem Bro, noch einen. Max ist doch früher wieder weggegangen, Bro. Ich kann das mit Max nicht. Nee, Max macht immer direkt um 9 Feierabend. Weil er Faxdicker hat. So, natürlich 2. Guck mal, Würfel hier. Geht natürlich raus, mein bester aller. 64 Dollar. Ey, der will jetzt noch zocken. Dreht der durch oder was? Der Tag ist over, Junge. So, ich bin jetzt gespannt, was passiert mit der Rechnung. Ey, wir werden so Ärger kriegen. Wir haben Profit. Ich sag, wir haben 1600er Rechnung. Lieferkosten. Hä, warum sind die Lieferkosten so hoch? Warte mal. Weiß es nicht. Achso, das wird wahrscheinlich. Oh Gott, okay. Letzter Tag. Fällig in einem Tag 1478 Dollar. Was passiert, Leute, wenn wir es nicht bezahlen? Das. Oh Gott. Kommen Sie. Nein! Wir haben den Laden eine Sekunde zu spät aufgemacht. Jetzt hauen die Kunden ab. Okay, ich bin gespannt, Leute, ob wir morgen eventuell unseren Shop verlieren werden. Also, es könnte wirklich sein, ihr seht, es steht hier noch ein Tag und wir haben die Rechnungen nicht bezahlt. Überleg mal. Die Stromrechnung wird jeden Tag basierend auf den Lichtverbrauch. Mach Licht aus! Ich habe Licht den ganzen Tag aus. Ich mache Licht auch nicht mehr an. Ich sag ehrlich. Leute, wir werden jetzt im Dunkeln arbeiten. Ja. Wir müssen ja, Geld sparen. Oder wir müssen jetzt mal eine dicke Karte ziehen. Wir müssen jetzt. Deswegen komm, bitte. Das Game muss doch mal jetzt eine gute Karte geben. Bitte. Dass also, ich will noch mal. Ja. Ich will jetzt eine Karte ziehen, dass wir diese Rechnung direkt bezahlen können. Max ist mittlerweile auch da. Moin, Max. Bitte nächstes Mal Hallo sagen. 3 Dollar. Nee, 1 Dollar. 2 Dollar. Sieht aber auch geil aus, die Karte. Die sah echt geil aus. Hier Gold hier. Sieht immer sehr gefährlich aus. Ja, Gold sieht gut aus. Gold ist gewollt. Aber jetzt hier, wir wollen mehr als Gold, sondern Full Arts. Full. Ja. Bro, wir müssen erst warten, bis die abverkauft sind. Ich sag, guck mal, deswegen hier ist gar nichts drin. Hier ist nichts drin. Gerade neues Case aufgemacht, nichts drin. Ja. Nee, ich sag's, da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus. Da kommt. Oh, Bro, was ist denn hier los? Max, mal hier ein bisschen hier aufpassen, hier, besonders bei den Stinkern hier, die schnell abkassieren, dass die schnell den Laden verlassen. Also irgendwas läuft auch nicht, ne? Wo sind die ganzen Kunden? 11 Uhr. Ja, Kunden ist gerade heute ein bisschen mau, Leute, also auch geldtechnisch. Also das Ding ist halt, also wollen wir es, ich eigentlich überleg mal, wenn wir das Geld nicht mal auf Konto hätten, wir müssen das wirklich ausgeben heute, dann können die uns auch nicht, ich würde auch, Bro, unsere Top-Karten müssten wir auch günstiger machen, dass die heute jemand kauft. Eigentlich müssten wir jetzt auch alle Packs aufmachen, falls morgen uns irgendwas weggenommen wird, ne? Ja, theoretisch musst du echt alles aufmachen. Aber ich sag, guck mal hier, ich werde jetzt auch die Preise anpassen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. 400 hatten wir die verkauft. 400 war in Ordnung. Die machen wir 80. 90. Nur 14 Dollar? Nee, insgesamt. Guck doch mal, Marktpreis. Ja, 14 hier. Dollar drüber. 90, safe 90. Okay. Aber du musst Profit immer gucken. Du musst Profit immer gucken. 19 Dollar kauft keiner, wundert mich. Full Art. 60. Ja, wir müssen jetzt die Fuhle als loswerden, Leute. Wir müssen jetzt hier auch ein bisschen Geld mal scheffeln. Also es ist halt, wow, so günstig. Ja, bei uns gute Preise, kaufen sie oder noch mehr. Du musst mehr. Raus und Werbung machen. Du musst ein bisschen rumschreien. Nee. Werbung machen. Bro, die sind doch taub hier alle. Guck mal hier. Guck mal, da kaufen sie direkt. Ja, oder auch nicht. Ja, wenn du die auf Vollsprüh, Stani. Ja, Bro, die hat gerochen. No Deckbots. Bro, hä? Die ist hier. Die ist hier, die Deckblocks, Blau. Die ist vorbeigelaufen. Oh mein Gott. Bist du lost? Hä? Und jetzt spielt die hier? So ein Dulli spielt hier bei uns im Laden, oder was? Sag mal, warte mal, ich will mal gucken, was die hier für Karten haben. Haben die seltene Karten dabei? Dann könnten wir die abziehen. Warte mal, ist das ein Fullhatter? Die haben ja alle gleichen Karten. Ja, der ist wohl am Verlieren, super. Der ist wohl am Verlieren, freut sich. Guck mal, das dauert hier an der Kasse schon wieder richtig lange. Super. So, was machen wir jetzt zuerst? Holen wir zuerst das Plüschtier oder den Schrank? Ich würde den Schrank sagen, oder? Echt? Oder ich fülle nochmal komplett auf. Ich fülle nochmal alles komplett auf. Ich sag ehrlich, ich kaufe lieber nochmal alles. Einmal blaue Decks, Deo. Ja, ich kaufe alles nochmal. Das war's, hä? Warte mal. Ja, Deo brauchen wir auf jeden Fall. Reinigungsmittel. Wir haben gut vorrätig eigentlich. Einmal Fußsprühen hier. Ey, was ist hier an der Kasse gerade los? Du musst selber übernehmen kurz, glaube ich. Ich muss selber übernehmen hier. Aus dem Weg, Max. So.
Ey, Junge, das ist hier schon wieder so eine Riesenschlange und der kauft ein Booster-Pack. Das ist krass. Und dann, Oh, sind gerade Leute weggegangen? Ja, ja, weil wir zu lange gebraucht haben. Weil die hier zu lange gebraucht haben an der Kasse. Deswegen sind gerade Leute abgehauen. Hä, warum kauft... Oh, das haben auch schon welche gekauft. Hier zwei sind... Drei Stück sind weg hier von unseren neuen Dingern. Ich sag, wir müssen jetzt investieren in die Zukunft, MVK. Also ich hätte gesagt Plüschis, aber du hast jetzt gesagt Regal. Und weil wir eine Regalseite, die komplett leer ist. Gar keinen Sinn. Welche Nee. Na klar, die hintere. Nein, die ist nicht leer. Was ist da drin? Oh, Plüschis. Die Hälfte. Ja, zwei komplette, ein Artikel hat noch so reingepasst. Ja, ne? Stimmt. Aber ich will das so haben. Ich will das so haben, weil das ist für die Zukunft, Leute, unser Geschäft. Und weil ich weiß, dass hier gleich auch eine richtig gute, seltene Karte verkauft wird, werden wir das Geld wieder schnell drin haben. Und guck mal, wie cool das jetzt aussieht, Bro. Ich finde das richtig gut jetzt hier. Hier kann man gut, guck mal hier, wie die langlaufen hier, alles drum und dran. Die haben gute, fairer Preis. Siehst du, faire Preise sind bei uns, ja? Faire Preise. Und hier auch nochmal, boah, $10 hat er ausgegeben. Wow, mit $10 können wir ja nicht mal die Miete bezahlen, der Herr. Sag mal. So, hier auch nochmal, was hat die gekauft für ein paar Dollar hier? Komm. Wir brauchen jetzt diese Notkarte, weil das Spiel merkt jetzt gerade, wir haben finanziellen Engpass. Da muss jetzt mal eine dicke Karte kommen. Oh, das. Ey, überleg mal, wir kriegen die. Gute. Bro, gerade jedes Pack. Ey, überleg mal, wir kriegen die Wurmgill Full Art in Rainbow. Glaube ich nicht. Das wäre heftig. Ich werde die Karte dann MDK nennen. Warum? Wegen Wurmgill? Wegen Wurmgill. Ja, und du bist Pick. Von drei Packs. Doldi. Ey, drei Banger. Ey, das ist krass. Das ist wirklich unsere nächste Full Art Karte. Warte mal. Ey, das ist. Wir haben heute zwei Full Art. Guck mal hier. Da ist eine Full. Ey, wie geil ist das jetzt, MBK? Guck dir das mal an, wie cool das bitte aussieht. Drei Full Art nebeneinander. Und wir hatten die noch nie. Nein. Guck mal, wir haben drei Full Arts im Laden. Leute, zeigt mir ein TCG-Shop weltweit, der drei Full Arts von diesen Teilen hat. Niemand, Alter. Niemand, Leute. Weil das geisteskrank selten ist. Ja, hab ich gesehen. Ich sag, wir werden nur Banger ziehen. Ja, ehrlich. Ja, super. Du traust dich ja auch nicht mehr für alles oder nichts, aber das ist auch in Ordnung. Ja, okay, alles oder nichts ist leicht. Warte. Okay. Oh, zwei nächstes Silber, Pack, zwei Silber. Nächstes Pack. Also egal, das ist direkt das nächste. Ja. Okay. $17 Pack. Das ist jetzt mein Pack. Und es geht ab. Es wird 1,82 starker Anfang. Okay. 4,32 starker Anfang. Bro. 4,41 starker Anfang. $1,49, Bro. Stopp. Aber wenn ich jetzt mehr mache, musst du doppelt. Kriegst du 300. Dann musst du doppelt. Dann kriegst du 300 Euro. Euro von Dollar. Ja. Ich sag immer Dollar. Ja. Wow, bitte eine Karte. Du hast das. Was? $15 hast du gehabt? Ich hatte 17. Ich glaube glatt 17 oder so. Nee, oder 15 oder 17, macht da keinen Unterschied. Okay, Leute, ich muss nichts. Ich hätte nur $5 haben. Aber ich muss nichts zahlen. So, da wir die Rechnung nicht bezahlen, können wir auch das Licht nochmal anmachen. Ist mir egal. Sag ich ganz ehrlich. Wir zahlen nichts, Leute. Da können wir das Licht anmachen. Das juckt doch alles hier nichts mehr. Karten auf den Tisch, ich zahle gar nichts. Was wollen die uns wegnehmen, Freunde? Was wollen die uns wegnehmen? Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen werden? Jetzt werden wir gleich noch ein paar Bestellungen aufgeben, dass sie gar kein Geld mehr kriegen. Aber überleg mal, die überkaufen dann unsere überteuerten Karten ab. Das wäre geil eigentlich. So das automatisch. Keinen Sinn machen. Oh. Haben wir aber heute schon gezogen. Genau die gleiche. Oh Bro! Nein. Was ist das schon wieder für ein Pack hier? $100 Package. $107. Ey, ich bin richtig stolz hier auf unsere Full Arts, Leute. Ich wollte das nicht wegstellen. Ich bin richtig stolz auf die Full Arts. Du mit deinen Regalen. Und deswegen werden wir jetzt hier. Ach, guck mal hier, das ist wirklich das. Hä, haben wir die zweimal? Nee, das war glaube ich ein Bug gewesen. Das war ein Bug. Ey, das ist hier unser teuerster Tisch. Das war immer mein Traum gewesen, Leute. So einen teuren Tisch zu haben. Hier $80 Karte. 400, $100. Ja, okay, die $19 passt jetzt nicht so rein, aber ist trotzdem gut. Also ich sag, alles über $15 kann jetzt eigentlich gehen. So, und die bieten wir auch für $25 an. Das ist unser Tisch. Der überteuerten Karten. $20. Aber es sind halt auch seltene Karten, die es nicht überall gibt. Deswegen, außer die ist günstig, die ist $10. Machen wir aber jetzt auch $15. Weil der Tisch mindestens $15. Das ist hier unser Premium-Tisch. Hier sollen nur, Max, hier sollen nur die reichen Kunden hin, okay? Schick hier bitte nur wirklich die richtig reichen Kunden dran, ja? Danke. Der Stammkunde. Guck mal, der da.
Boah, wie voll der ist. Guck mal, ja. Alle Tische besetzt. Das ist gut. Ey, ich sag dir ehrlich, der eine Tisch ist, guck mal hier, immer einer ist frei. Immer einer ist frei. Ich glaube, es gibt eine maximale Anzahl, glaube ich. Aber wir können ja halt auch nicht verkaufen. Ja, ich denke mal, es wird eine maximale Anzahl geben an Leuten, die spielen können. Abends ist halt der Laden echt immer, guck mal, was die alles zahlen gerade. Passiv. Und jetzt müssen wir das Geld ausgeben, bevor wir hier Stress kriegen mit der Rechnung. Und wir brauchen unbedingt Reinigungsmittel. Blaue Decks. Ich komme da jede Bedeckbox ein, weil ich gucke, was wir hier, was wir wegkriegen. Blaue Decks brauchen wir noch. Ah, 612, Bro, da müssen wir was rausschmeißen. Machen wir grüne Decks raus und bestellen das Ganze erstmal hier so. Ja. Dicke Lieferung. So, rein damit. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Es könnte jetzt wirklich sein, letzte Folge, unser Laden ist geschlossen. Es kann alles jetzt passieren. Ich weiß nicht, was passiert. Der Tag ist jetzt gleich over. Wir werden gucken. Wir machen jetzt nochmal hier trotzdem die Regale voll. Überleg mal, es passiert einfach gar nichts und wir haben die ganze Zeit Rechnung umsonst bezahlt. Das war ehrlich gesagt, auch hätten wir so viel Geld schon weggeschmissen. Ja, dann, also Leute, was wir da immer an Geld ausgegeben haben für die Rechnungen. Also klar, es hat sich irgendwie trotzdem noch gelohnt. Das ist, Leute, die letzte Stunde ist angebrochen. Die letzte Stunde unseres... Oh mein Gott. Guckt euch das an, Leute, hier. $1,400 sind fällig. Wir müssen ein noch... Tag. Was übrig. Brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Warte mal, ich gucke hier nochmal gerade kurz. Das Dings hier, Booster-Packs. Booster-Packs... Bro, ich kaufe jetzt nochmal Figuren. Bro. Haben wir gar nicht. Sind ja so lost, Leute. Ich kaufe nochmal Booster-Packs, ich sag ehrlich hier. Nochmal Booster-Packs. Ist egal, Leute. Wir müssen wirklich auf Null sein, dass uns nichts weggenommen werden kann. Nein, warte mal. Das sind die letzten zwei gewesen, Leute. Die müssen wir gleich aufmachen, weil ich glaube, irgendwie in den letzten zwei wird gleich noch was Krasses drin sein. So. Wie vorhin, du hast recht. Ja, wie vorhin. So, neue Ware ist wieder drin, Leute. Und der Tag ist jetzt over, ne? Der Tag ist jetzt over, MBK. Und jetzt machen wir noch die beiden Booster-Packs auf. Wir werden den neuen Tag starten. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Ich auch. Ey, wir werden so Ärger kriegen. Also ich sag, wir haben was Krasses drin in den Booster-Packs. Oder das ist jetzt, dass wir aus den Booster-Packs krasse Karten ziehen. Und die uns dann abgezogen werden oder so. Nee. Autsch. 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 Autschi, Leute. Ich sag, wir kriegen eine $2,000-Karte. Jetzt in diesem Pack ganz hinten. Du meinst eine 20-Cent-Karte, oder was? Meinst du? Autsch! Okay. Schmeiß die raus. Junge, wir hatten 39 Kunden heute. Und unzufrieden waren 10 Kunden. Tag 20. 21. 1000. Fällig heute. Leute, du machst den Laden auf. In der nächsten Folge sehen wir, was passiert. Lasst Like und ein Abo da. Tschüss, bitte.